Tja, alles fing damit an, als Sebi und Markus zu mir gekommen sind und so gesagt haben, Digga, hast du eigentlich Bock auf Paintball? Und ich so, ja klar, bin voll dabei. Weil ich noch nie Paintball spielen war, ja, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Tja, da saß ich schon im Auto und wo ging's hin? Ab nach Tschechien. Tja, und da war ich nun, in Tschechien. Hey Juli, was machst du eigentlich hier draußen? Was ich hier mache? Ich erzähle gerade die Geschichte vom Paintball. Setz dich hin, halt die Klappe und lass mich mal weitererzählen hier. Als wir in Tschechien angekommen sind, sind wir in diese Unterkünfte rein. Und als ich da die Treppe hoch und den Gang entlang gelaufen bin, habe ich mir echt gedacht, wollen die mich verarschen? Wo sind wir hier? Als ich das Zimmer dann gesehen habe, boah, hallo? Das sah aus wie im Knast. Alter, was hast du eigentlich für 10 Euro erwartet, sag mal? Ja. Nutzes Hotel oder was? Ja, so jetzt auch wieder nicht. Ich meine, hallo, wir hatten Gitter am Fenster. Das habe ich natürlich nicht erwartet. Gut. Das Feeling. Ja, das habe ich danach auch gedacht. Ja, nichtsdestotrotz haben wir dann den Abend doch gemütlich noch mit einem Feuerchen ausklingen lassen. Und am nächsten Morgen dann ging es ab zum Frühstück. Ne? Ich habe mich schon richtig gefreut, habe dann aber dummerweise zu Sebi gesagt, er soll mir was mitbringen, aber was da kam, das habe ich nicht erwartet. Ich freue mich schon auf mein Essen. Ja? Was ist das denn? Dein Ernst? Stimmt das nicht? Nachdem ich dann mein ausgewogenes Frühstück hatte, sind wir dann los zur Anmeldung, haben dann uns angemeldet, haben unsere Sachen alles abgeholt. Ja, und dann fing der Tag auch schon an. Was ist das denn jetzt? Das ist ein langer Lauf, Mann. Mit den kleinen Stunden trifft man doch nicht. Ja, wo kriegt man den jetzt? Wo muss halt da reingehen und dir den anbauen lassen. Dein Kondom. Ich kann mal versuchen, irgendwas zu treffen. Alter! Hört doch auf, das ist doch. Alter! Das ist so ein Scheiß. Ja, irgendwann im Laufe des Tages seid ihr dann irgendwann zu mir gekommen und sagt dann so, ja, Digga, hast du Bock 50 gegen 50? Was? 50 gegen 50? Ja, 50 gegen 50 Leute. Also Capture the Flag, 50 Leute gegen weitere 50 Leute. Ja, das habe ich danach auch gesehen. War ein richtig witziges Event. Und hat Spaß gehabt. War echt witzig. Also war echt super. Du stehst auf diesem Spielfeld und da kommt dir dann so, du versteckst dich dann irgendwo und dann auf einmal siehst du halt, wie so eine ganze Armada auf dich zukommt. Also richtig gut. Thank you.
dann kam ja Julia, die war ja wie du, Neuling, und die hat einfach jeden fertig gemacht. Ja, hör mir auf, ey, wenn ich dran denke, die steht da an diesem Hindernis, ne? Alle so in der Deckung, ne, verstecken sich, die steht da, wie als wäre gar nichts. Ne, ich glaube, die haben wir gar nicht gesehen. Die steht, keine Ahnung, ich kann das nicht, ich kann es nicht erklären. Also, die war auf jeden Fall der Hammer. Das war echt gut, ne? Kaum war das Mittagessen vorbei, da waren wir schon auf so einem Schrottplatz. Ja, das war doch da, wo der Markus so zu blöd war, auf diesen scheiß Container aufzusteigen. Ja, das war so richtig gut. Da sagt er dann so zu mir, hey, komm mal her, mach mal Räuberleiter. Ich denke mir so, bist du bescheuert? Da kommst du auch ohne Räuberleiter hoch. Ja, gebracht hat es dann gar nichts. So schnell wie er dann tot war. Eigentlich war das mehr Zeitverschwendung. Ja, nichtsdestotrotz, dass sie dich da gleich abgeknallt haben, ne? Dass es einfach nichts gebracht hat. Ich fand einfach diese Schrottplatz-Map allgemein fand ich geil, weil du hast die gefühlt hier einen echten Schrottplatz. Ja, die haben die auch komplett neu gemacht, die gab es letztes Jahr auch noch gar nicht. Ich fand es ja auch richtig geil, auch mit dem Bus. Du kannst ja in den Bus reinlaufen, ja, das und war, kannst von drinnen cool. Auch noch so rausschießen. Das war echt cool. Ja. Später haben dann Markus und ich gedacht, komm, wir gehen auf Urban 1, das war auch so eine Map dort. Ja, dann waren da vier Leute, dann haben wir uns gedacht, kommen wir zwei, also die haben wir nicht gekannt, ne? Dann haben wir gedacht, kommen wir zwei gegen die vier, die machen wir schon Platz, klar. Haben wir gedacht. Tja, war dann ganz auch witzig, aber was dann passiert ist, ja, das habe ich nicht erwartet. Juli, aber wir müssen die unbedingt niedermachen. Wir sind nur zu zweit. Digga, die machen wir alle platt. Ich hoffe, die wird richtig geil. Ich hoffe, die Munition reicht. Ja, wie machen wir es? Gehst du da hinten auf die Seite und ich nimm die Box. Alter, du nicht! Deckung! Ich hab keine Munition mehr! Fuck, ich auch nicht mehr! Was machen wir jetzt? Scheiße, Alter, wir sind verloren! Alter, guck mal, da kommt Jonas! Was? Wo kommt was der denn jetzt? Was macht der hier? Paintball-Wochenende ist vorbei. Juli, wie fandest du es? War hammerarm geil. Auf jeden Fall immer wieder gern. Und ich bin immer wieder dabei. Sebi? Du? Wie jedes Jahr einfach. Hammer. Hammer. Gottschalk-Spielfeld ist zum Empfehlen. Ab geht's nach Tschechien mit euch. Ciao.